Selten privat. In einem italienischen TV-Interview hat sich Aurora Ramazzotti nicht nur zu einem Liebes-Comeback ihrer Eltern geäußert, sondern auch über ihre Beziehung mit Michaels Ex Tommaso und eine Alkoholvergiftung gesprochen, an der sie hätte sterben können. Am 18. März 2022 um 23 Uhr war es soweit, Aurora Ramazzotti, 25, gab ihr groß angekündigtes Interview in der italienischen Sendung Belve. Im Gespräch mit TV-Moderatorin Francesca Fagnani, 43, hat sich die Tochter von Sänger Eros Ramazzotti, 58, äußerst privaten Fragen gestellt und viel von sich preisgegeben. Vielleicht so viel wie noch nie, Aurora Ramazzotti packt aus, so ist ihre Beziehung zu Tommaso. In den vergangenen Wochen beherrschte die Trennung von Michelle Hunziker, 45, und Tommaso Trussardi, 38, die sie im Januar 2022 in einem gemeinsamen Statement bestätigt hatten. Die Schlagzeilen. Gut einen Monat später fand Michelle erstmals öffentlich Worte für das Liebes aus. In der italienischen Show Verissimo von Canale 5 sagte sie, eine Trennung ist immer wie eine Trauer, die man bewältigen muss. Es ist schwierig, denn du fühlst, du hast versagt. Aber es ist auch ein Neubeginn. Bereits zuvor äußerte sich Tommaso zur gescheiterten Beziehung. Gegenüber der italienischen Zeitung Corriere della Sera erklärte er, dass Michelle die Frau bleibt, die ich in meinem Leben am meisten geliebt habe. Für die gemeinsamen Töchter Celeste, 7, und Sole, 8, wolle er so präsent wie möglich sein. Bei Aurora, Michaels ältester Tochter aus der Ehe mit Eros, melde er sich allerdings nicht so oft. In letzter Zeit hat sich unsere Beziehung etwas verknappt und das tut mir sehr leid. Im Interview mit Belve, das auf dem TV-Sender Rai 2 ausgestrahlt wurde, geht Aurora auf diesen Umstand ein. Sie empfinde da laut italienischem Newsportal Today anders als der Ex-Partner ihrer Mutter. Ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Beziehung gefährdet ist. Er ist der Vater meiner Schwestern, ich habe ihn immer sehr geliebt, also bin ich sicher, dass es klappen wird. Es gäbe keine Spannungen zwischen den beiden, so Aurora.